Hallo ihr Säpplinge, willkommen zu einer neuen Folge SSO hier aus dem Dinotal. Ja, wir haben Igor eben schon wieder sein, was hat er nochmal bekommen zum Spielen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er wieder auf seinem Dings da rumgetutet. Wir machen jetzt aber bei Frank Einstein weiter. Ich bin jetzt heute übrigens auch mal mit der Mütze unterwegs, weil in den Kommentaren schon stand, setz doch mal die Mütze auf. Und ja, dann trage ich jetzt heute mal die neue Mütze. So, und was hat Frank jetzt zu sagen? Danke für alles, was du gemacht hast, Dina. Du wirkst wirklich tüchtig und stark, genau wie ich, als ich noch jung war. Ich fühle mich etwas müde, ich muss mich wohl etwas ausruhen. Traurig, mein Bauchgefühl sagt mir nämlich, dass es in diesem Tal vor archäologischen Funden nur so wimmelt. Du hast Potenzial, Dina, daran besteht kein Zweifel. Mit meiner Hilfe kannst du innerhalb kürzester Zeit eine Meisterarchäologin werden. Was sagst du? Willst du die edle Kunst der Archäologie erlernen? Na klar! Ha! Na gut, Dina, richtig so. Ich bin schließlich immer noch Mitglied in der archäologischen Abteilung der AAE. Und ich werde zusehen, nur gut von... Was? Und ich werde zusehen... Und ich werde nur gut von dir sprechen, wenn du zeigst, was du kannst. Ich weiß nicht, was das Zusehen da in dem Satz soll. Das hier ist spannend. Nun werde ich schon langsam munter. Ja, man kann doch so müde sein, wenn einem irgendein Thema packt, das einen interessiert und fesselt. Da wird man schlagartig wirklich hellwach, das kenne ich. Das Erste, was du brauchst, ist eine ordentliche Hacke, Dina. Schwer, spitz und lebensgefährlich. Nichts für Feiglinge. Bürsten, Handschuhe und solchen Kram, den die heutigen Archäologen, Absolventen verwenden, halte ich für völlig lächerlich, wenn du mich fragst. Ein richtiger Archäologe weiß, wenn er einen Fund einem richtigen Hieb nicht standhält, dann ist er wertlos. Frage meine Schwester Elsa, ob sie nicht eine Hacke im Lager hat. Lieber würde ich meinen alten Assistenten Harley um Hilfe bitten, aber weiß der Geier, wohin er verschwunden ist. Okay, ist Harley eventuell Igor? Okay, hören wir hier mal nach. Ja, Dina, was willst du nun? Frank möchte eine Hacke haben. Weswegen könnte er so etwas gebrauchen? Habe ich ihm nicht ausreichend geholfen? Muss er mich die ganze Zeit belästigen? Archäologie zählt nicht gerade zu meinem größten Interessen. Das weiß Frank. Das ist etwas, worum er seinen alten Assistenten Harley bitten sollte. Die beiden waren wie Pech und Schwefel, bevor Frank verschwunden ist. Ach komm schon. Übrigens, wenn ich hier die Dailies noch mache, dann, yay, archäologische Abteilung. Dann müsste ich auch die nächste Quest hier machen können. Taha. So. Ach so, Frank hat ebenfalls über Harley, seinen alten Assistenten, gesprochen. Nun bist du dran, Dina. Ich habe eingesehen, als wir Frank geheilt haben, dass er mir, redselig wie er ist, mit seinem ständigen Gefasel auf die Nerven gehen würde, wenn ich keinen geeigneten Ersatz finde. Meine Berechnungen zeigten zwei mögliche Lösungen, dass hier wieder Ruhe einkehrt. Entweder ein erneuter Blitzschlag in Franks Kopf oder Harley ausfindig machen und ihn hierher bringen. Selbstverständlich wählte ich die Alternative mit Harley. Einen erneuten Blitzeinschlag herzustellen ist, wie du sicher verstehst, viel zu zeitaufwendig. Vielleicht auch zu gefährlich? Wie auch immer. Ich habe Harley in den Bergen des Himalaya gefunden, wo er nach Frank gesucht hat und ihm mitgeteilt, dass Frank hier sei. Wenn wir Flugverspätung, den Treibhauseffekt und die Lichtgeschwindigkeit berücksichtigen, dann dürfte er ungefähr jetzt ankommen. Sieh mal einer an. Da hinten steht er ja. Er sieht etwas verwirrt aus, Dina. Du gehst besser zu ihm und siehst nach, wie es ihm geht. Das war eine rhetorische Frage, Dina. Ich versuchte dir lediglich auf eine höfliche Art zu sagen, dass ich nicht mehr gestört werden möchte. Auf Wiedersehen. Also, Professor Einstein ist schon ein bisschen frech. Ach, da ist er ja. Also, so ganz, aha, so ganz warm werde ich mit dir nicht hier im Dinotal. Aha, aha, oh. Schlechter Wortwitz. Okay, Harley. Willkommen im Dinotal. So. Hallo auch. Was ist das für ein Platz hier? Das Tal des verborgenen Dinosauriers. Ich habe so eine schwache Erinnerung, dass ich hier schon einmal gewesen bin. Seltsam, was? Aber das spielt keine Rolle. Es ist so schön, Frank wiederzusehen. Meinen besten Freund. Er sieht aus wie immer. Wo ist er eigentlich in den letzten 10 Jahren gewesen?
Das ist eine lange Geschichte, sagst du? Okay, Frank kann mir später alles erzählen. Würde ich auch sagen, jetzt möchte ich hier gerne erstmal loslegen. Dina, freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe wirklich so ein Gefühl, dass ich hier schon einmal gewesen bin, aber es ist das erste Mal, dass ich auf dieser Seite von Jorvik bin. Sehr komisch. Dieses Gefühl war noch stärker, als ich durch Silvergate gereist bin. Das hat vielleicht etwas mit der Luft hier zu tun. Eine Hacke für Frank? Aber sicher, selbstverständlich. Hier ist die alte Betty, Franks Lieblingshacke. Gib sie ihm gleich. Er muss sie unglaublich vermisst haben. Seine Hacke heißt also Betty, okay? Interessant. Ha, die alte Betty. Diese Hacke hier, Dina, die ist was ganz Feines. Der geht ja echt richtig auf da drin, das ist ja richtig putzig. Wirf ein Auge auf diese Schönheit, Dina. Mit der alten Betty kann man jeden Stein innerhalb von kürzester Zeit zerschlagen. Sie hat einen unglaublichen Schwung. Sieh her. Oh. Ich bin wohl nicht ganz in Form, um Archäologie auszuüben, Dina. Du sollst die Ehre haben, die alte Betty auszuprobieren, um zu sehen, ob sie genauso lebensgefährlich ist wie früher. Da drüben sehe ich tatsächlich etwas. Siehst du, Dina? Da drüben hast du einen richtigen Fundplatz, Dina. Wenn du einen Fundplatz siehst, dann musst du nur die Hacke nehmen und mit voller Kraft schwingen. Wenn du Glück hast, findest du etwas Wertvolles, nachdem sich der Staub gelegt hat. Geh dorthin und leg los. Du wirst einen richtigen Fund machen. Ich kann das fühlen. Viel Erfolg. Okay, zwei Sachen bekommen wir, die aktuell mit Fragezeichen angezeigt werden. Hier, okay. Hier ist ein archäologischer Fundplatz. Okay, das sieht eher aus wie ein Erzhaufen, aber naja, gut. Ich krieg das dann da oben auch angezeigt. Aha, okay. Tritt zur Seite, Wintercrush. Sie hätte auch einfach mit den Hufen drauf treten können. Okay, wir haben einen Schädel gefunden. So. Wunderbar, dann reiten wir damit jetzt mal zurück zu Frank und dann gucken wir mal, was wir als Belohnung bekommen. Oh. Welch herrliches Geräusch. Man konnte es bis hierher hören, als du diesen Fundplatz zerlegt hast. Wunderbar. Hast du etwas Wertvolles gefunden? Den Schädel hier. Lass mal sehen. Fantastisch. Ein Dinosaurierschädel. Ich weiß nicht viel darüber, aber niemand ist seit langer Zeit in diesem Tal gewesen. Daher ist er der Wissenschaft sicher völlig unbekannt. Stell dir vor, du würdest ein komplettes Dinosaurier-Skelett finden. Du würdest berühmt werden. Dina, verwende die Hacke und schlage auf allen Fundplätzen zu, die du hier siehst. Komm zurück zu mir, wenn du ein ganzes Skelett gefunden hast. Dann werde ich zusehen, dass du Professor Jura treffen kannst. Jorviks besten Paläontologen. Wenn er dein Skelett für gut befindet, dann wird er dich reich belohnen. Das kann ich versprechen. Okay. Das heißt, hier kann ich jetzt täglich meine Sachen abgeben, Dinosaurier-Skelett. Also ich habe hier jetzt keine Quest in dem Sinne. Aber ich bekomme hier einfach Sachen, wenn ich die archäologischen Funde abgebe. Gut zu wissen. Ja, ich habe schon mitbekommen, dass das hier ultra viel Platz in Anspruch nimmt, das Ganze. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal noch die Dailies nochmal zusammen. So, Korbreparatur und Einsammeln von Ballonteilen. Heute müssen wir... Voilà. Heute müssen wir kein Gas einsammeln, das wollte ich sagen. Ach stimmt, dafür mussten wir ja absteigen. Oh. Aber ich mag nicht von Wintercrush absteigen. Ich klebe doch am Sattel fest. Dann reißt doch die Hose. Nein, Quatsch. Ja, also ich denke mal, hier sind wir auch relativ kurz davor, jetzt den Korb zu reparieren. Aber hier sowas wie Knochen einsammeln. Das ist auch so eine Sache, die kann man gut einmal später in die Themenfolgen reinpacken. Genauso wie Sternchen einsammeln, Sternchen suchen. Solche Sachen, dass wir dann da eben auch dran kommen. Abgesehen, archäologische Fundplätze. Da ist einer. Ha. Komm, schwing die Hacke. Kling, kling. Was haben wir jetzt bekommen? Noch ein Schädel, na toll. Und die kann ich, ja gut, die kann ich stapeln. Das ist prima, weil wenn man die nicht hätte stapeln können, das wäre dann wirklich nicht unbedingt so angenehm gewesen. Okay, dann reiten wir hier jetzt mal runter.
So. Hoppala. Wo müssen wir die Ballonteile denn suchen? Bin ich hier falsch? Nee, ne? Das ist schon hier. Das ist hier überall verteilt. Hier hinten zum Beispiel. Hier ist Müll. Stimmt, die Quest war das. Einmal rumdrehen, sonst kommen wir nicht auf die Eisscholle drauf. Und hab. Ja, prima. Müll. Ein Brennerteil. Ein Stück von der Ballonhülle. Mhm. Wobei ich sagen muss, das hier dauert fast länger als die anderen Sachen. Ein Stück vom Chor. Das hier ist Müll. Ich weiß nicht, ob ich den Müll auch einsammeln muss, damit mehr Teile vielleicht aufblitzen. Oder ob ich... Oh Gott, nee, hier komme ich aber nicht drüber. Hier muss ich wieder umdrehen und vorne her. Komme ich denn hier? Ja, hier komme ich lang. Oh Gott, das ist aber trotzdem, das ist aber ein ordentlich weiter Sprung hier. Boah, oh, das war richtig, richtig knapp. Gott, wo ist denn meine Maus? Wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Ha, Anforderung erfüllt. Sehr gut, das heißt, wir können uns auf den Weg zurück machen zu Professor Einstein. Zack, platsch. Ja, da war ich futsch. Hier komme ich rüber, bequem. Okay, wo ist nochmal der Auftritt? Der muss da hinten, ja, der ist da hinten geradeaus. Dann geben wir das noch ab und ich glaube, dann sind wir wirklich so weit, dass wir in der nächsten Folge mit dem Heißluftballon weitermachen können. Mit der Reparatur. Das ist ja auch mal was Feines. So. So. Ich klicke einfach weiter. Ja, und wir sind durch hiermit. Das heißt, wir können hier in der nächsten Folge weitermachen. Ich freue mich schon. Ich freue mich aber besonders darüber, dass wir jetzt hier die Sache auch mit der Archäologie anfangen können. Da bin ich auch richtig happy drüber, weil das wird jetzt, glaube ich, nochmal... Also, manche maulen ja ein bisschen darüber und sagen, langweilig, aber ich meine, ich fange jetzt gerade erst an damit und deswegen freue ich mich darauf und bin gespannt, was sich da so alles finden lässt. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute von euch und morgen sehen wir uns dann wieder und machen mit der Heißluftballon-Quest weiter. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!